Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben nun mit Olga den Imperativ der trennbaren Verben. Beispiele absagen, annehmen, aufhören, aufmachen, zuhören, zumachen, zustimmen. Olga, nun sind Sie an der Reihe. Hallo. Hallo Olga. Olga, nicht an die Tafel schauen, ja? Soll ich den Termin absagen? Ja, sag den Termin ab. Ja, sag den Termin ab. Es passt nicht, ja? Soll ich die Einladung annehmen? Super Party. Ja, nimm den Einladung ab. An. Ah. Nimm die Einladung an. Ja, soll ich die Einladung annehmen? Ja, nimm die Einladung ab. An. Nimm die Einladung an, ja? Soll ich aufhören? Ja, hör bitte auf. Ja, hör bitte mit dem Unsinn auf. Das ist Unsinn. Hör bitte mit dem Unsinn auf. Das mag ich nicht. Soll ich das Fenster aufmachen? Ja, mach bitte das Fenster auf. Mach bitte das Fenster auf. Ja, ja, das mach Fenster. Bitte das Fenster, Fenster auf. Mach bitte das Fenster auf. Gut, frische Luft, ja. Kühlere Luft. Muss ich aufmerksamer zuhören? Ja, hör bitte auf. Aufmerksamer zu. Aufmerksamer zu. Hör bitte aufmerksamer zu. Mhm. Ja? Soll ich das Fenster wieder zumachen? Ja, mach bitte das Fenster zu. Zu. Mach bitte das Fenster zu, es zieht. Ja, es zieht. Soll ich der Entscheidung zustimmen? Ja, stimm bitte der Entscheidung zu. Ja, stimm der Entscheidung zu. Ja, das ist wichtig. Danke, Olga. Bitte.